Ja, moin, hier ist Chris, Viktoria Prater Spiele und ich sitze hier in Aachen bei Michael Kiesling heute. Genau. Hallo. Hallo, ja, hallo Chris, schön, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir sitzen hier mit einem super Blick auf die Weser. Ja. Und wollen jetzt Azul Giant spielen und uns einfach ein bisschen unterhalten dabei. Genau, ja, machen wir das. Das ist der Plan. Ja. Ja, okay. Ja, also so könnt ihr auf jeden Fall das Große mal sehen. Das ist echt groß. Du, ne? Du hast schon mal gespielt. Oft. Ich habe es oft gespielt. So über den Daumen. 20 Partien. Seit dem Messe habe ich ungefähr drin. Aber ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ja, also ich habe ja gestern Abend mal extra geübt. Ich habe es gehört. Weil ich hatte ja gedacht, ich will heute mal gewinnen. Ja, genau. Gegen meine Frau ist das immer ein bisschen schwierig. Okay, alles klar. Ja. Da du ja mein Gast bist, darfst du anfangen. Okay, dann fange ich an. Und ich nehme mal, ich muss jetzt mal so einen Überblick haben und eins, zwei, drei, ich würde nehmen, ich gehe erstmal so ein bisschen sicher hier und bediene mich hier. Ich würde dann nehmen wollen die beiden. Okay, alles klar. Und leg die in die Mitte. Jetzt ist ja wieder ungefähr eine, wir sind ja ungefähr eine Woche jetzt so vor der, gute Woche vor der Verleihung. Richtig. Aufgeregt schon? Oder? Noch geht es. Noch geht es. Aber das wird sich dann am Montag in einer Woche doch deutlich steigern. Deutlich, ne? Ich meine, es ist ja mit zwei Titeln diesmal vertreten. Ich hatte schon ein paar Mal das Vergnügen. Ja, genau. Man ist bei der Routine. Das wird es nie. Ja, ich denke. Und es ist halt wirklich sehr aufregend. Ja. Also da so zu sein, aber es ist auch irgendwie, ich sag mal, ein spannendes Ereignis. Ja, ne? Das war Tikal und Torres, ne? Das war Tikal und Torres zusammen mit Wolfgang Kramer. Ist natürlich auch schon ein bisschen her. Ja. Waren aber danach noch ganze viermal nominiert, wo wir dann eben auch mal nicht gewonnen haben. Okay. Das ist aber jetzt das erste Mal, dass ich jetzt mal ganz alleine nominiert bin. Hat sich irgendwie so ergeben, dass ich auch mal wieder ein Spiel alleine machen wollte. Und so war das dann, ja. Ja, das ist... Ich hatte ja im Prinzip schon recht guten Kontakt zu Eggert-Spiele. Ja. Und die ja dann, ich sag mal, an Plan B oder von Plan B übernommen wurden. Und somit ging das Azul dann ja auch an Plan B über. Genau. Ich glaube, du bist dran. Ich bin dran. Ich mache einfach mal weiter. Ich will jetzt diese hier nehmen. Die in die Mitte legen. Und mit diesen hier hin, obwohl ich will noch einmal zurück. Ist das erlaubt? Das zurückzunehmen? Nein. Gerne. Wie ernst spielst du? Also das ist, ist okay? Alles gut. Das war, da würde ich nämlich doch tatsächlich lieber die beiden hier haben wollen. Ups. Okay. Und die hier hinlegen. Ja gut, nützt ja alles nichts, ne? So, nehme ich mal die. Mhm. Die beiden gehen nach da. Alles klar, dann würde ich die hier nehmen. Mhm. Die, du fasst dich echt gewaltig an, ne? Das ist schon, ist schon toll. Das ist schon was Tolles. Irgendwie. So. Die auch, was hast du denn? Die Anschaffungskosten nicht ganz gering. So, ne? Zwei blaue, okay, aber den einen roten. Ich nehme mal die beiden blauen. Mhm. Gut, dann würde ich die drei blauen nehmen. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich diese vier. Okay. Und ich nehme den roten. Und du den roten. So, Startspieler, so machen wir es ja immer, fängt an. Genau. Ich mache das einfach so. Die tun wir zur Seite. Das sind hier drei Punkte. Jeder Stern eins. Die beiden gehen wieder ab. Das heißt also insgesamt einen Punkt. Genau. So, ich kann dann schon mal hingehen, während du wertest. So platzieren, dann bin ich bei 1 Punkt, 3 Punkte, 4 Punkte, 5. Wenn ich das richtig sehe, ne? 1, 2. Ja, das ist korrekt. Wann hat das bei dir angefangen, so mit dem Spiele erfinden? Das ist schon relativ lange her. Ja. Ich würde mal sagen, so über den Daumen vor 20 Jahren hat das mal begonnen. Eigentlich noch länger. Ich habe mal zu Studienzeiten mal einen Spielevorschlag bei der Firma
Ravensburger, wir dürfen es ja nennen, eingereicht. Ja. Habe ich auch wieder gekriegt. Okay. War nicht gut genug. Ja, ich habe gestern auch so bei Boardgame Geek so in deine Vita da geguckt. Ja. Und da ist ja alles Jump war eins der ersten, ne? Das ist so ein ja, so Jump und Hasse Worte, war ja alles zusammen mit Wolfgang Kramer. Mhm. Ja, also wir haben ja dieses super Glück gehabt, diesen tollen Start gehabt zu haben. Ne? Und ja. Das war auch wirklich überraschend. Da hatte man jetzt nicht das Gefühl, oh, jetzt haben wir aber ein ganz tolles Spiel gemacht und Jury, ja. Das war aber ja auch, ich sag mal, ja, noch so in den Anfängen. Ja. Ja, stimmt. Großes Glück gehabt. Ich bin Startspieler. Genau. Ich muss mir jetzt mal eben hier ein paar schöne Teile raussuchen. Und das werden jetzt, ich nehme mal zunächst die beiden roten. Mhm. Gut, dann würde ich den in die Mitte legen und die drei hier nehmen. Mhm. Dann will ich mal wieder Startspieler sein. Das mache ich ja mal gerne. Okay, dann wäre ich dem. Das ist natürlich jetzt, ich weiß ja nicht genau, wie gut du spielst. Das ist ja mein Hauptproblem. Aber ich sehe schon. Ja, ich muss mal gucken, ob das aufgeht. Ob das so aufgeht. Ja, genau. Ja. Gerade auf der Seite kann man sich ja schon auch verbasteln. Aber hallo, ja. Das geht ganz schnell. Ja. Das ist mir auch oft passiert. Ich versuche mal, ich nehme mal hier den gelben. Okay, das kann ich verstehen. Okay, dann kriegst du vier von denen. Aber ich denke, man muss auch gönnen können. Man muss auch gönnen können. Ne? Und das ist ja sehr ungern. Ne? Aber sonst nimmst du den weg. Das ist... Mache ich das jetzt? Komm, ich mache das einfach. Aber das ist, komm, ich bin großzügig. Da bedanke ich mich. Bitteschön. Und nehme die vier hier. Ja, der noch da, der noch da. Dann nehme ich nochmal, das ist noch rot, da könnte ich jetzt einen schwarzen gebrauchen. Okay, ich nehme den schwarzen. Okay. Wie läuft das denn ab so mit der Jury? Also, oder wie ist das dann, wenn man mal benachrichtigt wird? Wir stehen so. Weil ja bei Azul hat man das so ein bisschen auf jeden Fall gemunkelt nicht, aber man hat das immer so im Hinterkopf. Also alle sagten ja, Azul kommt mindestens bis zur Nominierungsliste. Und, ja, ich habe ja auch gehofft. Ja. Ja. Also benachrichtigt wird ja mal in dem Sinne ja so nicht direkt. Die schreiben ja nicht, sie sind jetzt nominiert, sondern wie jeder andere auch. Man guckt alle 10 Minuten oder 5 Minuten in den Bildschirm. Ob schon ist es der Fall. Und dann war es ja an dem Montag, am 14. Juni war es wohl so, dass es eben sich auch sehr hinausgezögert hat und die Spannung stieg. Ja, ja. Also ich war mir überhaupt nicht sicher. Ja, weil man dann auch, ja, man liest ja alles Mögliche, ne? Ob nicht das eine oder andere dann doch noch ein bisschen geeigneter ist. Ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Stimmen, die dann sagen, ja, ist es denn jetzt wirklich geeignet für Familien? Aber es gibt ja überall in jeder Richtung. Und die Diskussion geht sofort los. Ja, ganz, ganz genau. Ja. Ja, also da, und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist Heaven and Hell. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, ja. Weil es da ja auch wirklich Leute gibt, die es gar nicht mögen. Und ja, die spielen es, ich sage jetzt mal, 1,5 Stunden und haben 0 Punkte. Das gibt's, das geht. Und dann wollen die auch gar nicht mehr nochmal spielen. Ja. Das kann ich aber auch gut verstehen. Ja. Ja, das ist dann schon in Ordnung. Aber zum Glück scheinen Jurymitglieder doch 2-mal gespielt zu haben im Minimum. Ja. Also von daher haben die dann, ich sag mal, wenn es dann am Anfang schief gelaufen sein sollte, dann vielleicht auch nochmal gesehen ist, man kann doch Punkte machen. Ja. Also, ja, das ist, ja. Nee, das ist gut. Ja. Und Heaven and Hell wird ja oft gesagt, das ist schon fast zu komplex fürs Kind. Ja, also da, ich gehe auch davon, falls das jetzt die Frage gewesen wäre, ob ich denn an Heaven and Hell glaube. Es fällt mir schwer. Also das wäre dann für mich eine riesige Überraschung, wenn das tatsächlich, aber ich glaube es nicht. Also da ist, weil genau wie du sagst, es ist ein Stück, denke ich, drüber weg. Es geht schon Richtung Expertenspiel. Sonst, wenn ich natürlich sagen würde, was ist denn jetzt von den dreien ein wirkliches Kennerspiel? Wenn ich das Wort mal auf die Goldwaage lege, dann würde ich ja schon eher sagen, es ist wohl Heaven and Hell. Aber da die Jury ja auch irgendwo sagt, das ist für fortgeschrittene Spieler, dann ist das vielleicht auch noch nicht unbedingt so schon in dem Vielspieler-Level. Genau, von dem Begriff Kennerspiel definiere ich das für mich auch mal anders. Ja, so, aber so wie Sie das halt darstellen, so in der Jury, macht das schon durchaus Sinn, so wie Sie das so nennen. Aber mein Favorit ist schon, also von der Komplexität der Heaven and Hell. Aber... Ja, du willst mich auch nur ablenken. Ich will dich nur ablenken. Aber es ist ja bislang gelungen. Aber du bist doch dran, ne? Nee, ich glaube nicht, oder? 3-3? Ich hatte... Du bist Startspieler. Du hast ja... Achso, du hast die 4 Steine genommen. Genommen. Ja, sorry, Mensch. Ja, okay, ganz unkonzentriert hier. So, was nehmen wir denn jetzt Schönes?
Die gehen nach da, die gehen nach da und hier schwarz-rot. Da können wir natürlich nochmal mit Blau anfangen zu sammeln. Mache ich so, dass ich den Schwarzen nehme. Ich kriege da schon wieder zwei, die passen. Das ist ja ganz fürchterlich. Aber ich mache es trotzdem. Und das hilft nichts, ne? Das hilft nichts. Dann nehme ich die Roten. Genau, so, und dann nehme ich jetzt nochmal die beiden Blauen. Okay, dann habe ich den, zumindest den Weg für die Fünferreihe vor. Genau, dann hast du da schon mal angefangen. Ne? Genau. Du musst ja hier wieder anfangen zu werden. Jawohl. Okay, also ich nehme hier mal den, das sind dann zwei Punkte. Und den dazu, das sind vier, macht sechs. Und den dazu, fünf, sind elf. Und die beiden ab sind neun Punkte. Und die neun Punkte sind, bin ich bei 10. Okay, ich nehme den hier dazu, das sind 2. Ich mache das mal nacheinander. Dann sind wir hier, dann sind wir schon mal 4. Ups, hier. Das wären auch nochmal 4 Punkte. 5. Und das war's. Geht doch. Es läuft. Läuft. Es läuft, ne? Das stimmt. Du hast ja vorhin gesagt, Diskussion, ist das jetzt für Familien vielleicht sogar zu komplex. Findest du, dass Familienspiele leichter werden über die Jahre? Oder leichter geworden sind im Allgemeinen? Weil es wird ja zum Beispiel auch oft gesagt, ein Spiel wie El Grande oder Carcassonne wird heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt hoch. Ach so, okay. In dieser Richtung. Also, ja, okay. Also, was die Jury so, ich sag mal, für den roten Pöppel zum Spiel des Jahres macht, ist in der Tat leichter geworden. Also so ein Spiel wie Tikal und Tor, oder Spiele wie Tikal und Torres, die würden heute nicht mehr gewinnen. Nein, das und auch genauso auch Wolfgang Kramers El Grande, das würde auch nicht mehr gehen. Nein. Hast du eine Idee, warum das so ist? Nee. Ja. Aber ich denke auch, gut, die Jury hat jetzt auch unterschieden. Sie sagt ja, wir haben jetzt drei Kategorien oder ja, sogar drei mit dem Kinderspiel. Mhm. Und von daher, ja. So, ich fange ja diesmal an und ja, das passt ja farblich jetzt wieder super. Dann nehme ich jetzt mal hier die beiden roten. Okay, ich würde die beiden hier reinschieben, die beiden nehmen. Dann nehme ich jetzt mal als nächstes die beiden schwarzen. Okay, dann. So. Ja, dann arbeite ich mich mal hier nach vorne. Oh, den hier hin. Das ist natürlich ein Angebot, ne? Die vier Schwarzen. Muss ich ja eigentlich. Dann konnte ich kaum, dann konnte ich nichts tun. Muss ich ja eigentlich nehmen, ne? Du kannst sie ja auch gebrauchen. Ich mach's nicht. Okay, das ist schade, weil ich hätte sie den tatsächlich nicht gebrauchen können. Also wir sind das in der Reihe für einen Minuspunkt. Ja, aber das kannst du ja leisten. Punkt der Anbieter. Ja, okay, ist gut, okay. Das ist dann immer großzügig, ne? Nehme ich den. Und dann noch zwei. Obwohl, die habe ich ja komplett übersehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der passt da oben auch noch. Dann würde ich die hier reinnehmen und den hier oben hinlegen. Es ist, wie es ist, ne? Das ist, wie es ist. Das nehme ich jetzt mal. Okay. Das ist eigentlich egal. Welchen ich dann nehme, nehme ich die hier, bin ich schon ein bisschen weiter hin auf jeden Fall. Das passt doch. Genau. Und ich nehme nochmal hier den mit dazu. Gut, prima. So, wenn ich so weitermache, ne? Fang ja schon wieder an. Aber weiter Startspieler. Ist ja fürchterlich. So, 5 Punkte. Und dann nehme ich mal den hier rüber. Das sind dann 8 Punkte. Und dann kommt nochmal der hier rein. Das sind dann 6 und 14. Und der da rein, das sind nochmal 26. Aber leider 4 miese, macht 16. Okay, dann mache ich noch weiter. Das sind 3. So, hier haben wir dann 4 oben drauf. Halt, das
geht nicht. Kurz, In der ganz harten Spielregel wäre das jetzt schon so, dass du die da unten hin positionieren müsstest, aber als mein Besucher darfst du den jetzt einen weiterschieben. Stimmt, sowas, ne? Ja. Sowas, dann ist das nämlich nur aber ein. In den harten Spielregeln ist es jetzt sofort vorbei und dann gehen die runter, aber das machen wir jetzt nicht. Den kannst du rüberschieben jetzt. Jetzt geht's, ne? Ja, genau. Das passiert auf dieser Seite mal gerne. Da muss ich aber hier Punkte abziehen eben. Genau, da muss ich hier Punkte abziehen. Ich hatte mir ja schon 5 gegeben. 4 zurück. Genau, das ist richtig. Und dann muss ich hier, sind wir bei 3, sind wir nochmal bei 4. Also ja. 4 und das war's dann. Und dann müssen wir nur eben einen abziehen. Ne? Abziehen genau, jetzt ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Jetzt haben wir schon wieder Gleichstand. Ja. Ja, und jetzt sieht es auch ganz schlecht aus mit dir hier. Ja. Und den müssen wir auch noch eben abgeben. Der muss weg. Genau. Das ist dann, ja, schauen, was hier so läuft. Hier. Ich hatte das Spiel eigentlich schon klar abgehakt. Ja, jetzt ist es wieder offen. Jetzt ist es wieder offen. Jetzt ja, kommt der Eis. Ganz unangenehm ist ja auch immer, man hat den Sieg vor Augen und dann verzettelt man sich mit einem Mal und es gibt eine 6. Runde. Und die muss, und dann kann das Spiel kippen. Ja. Schon öfter mal passiert. Aber so ist das halt. So ist das. Genau. Das geht oft am Ende noch mal los. Das ist wahr. Ich bin ja wieder Startspieler. Das ist ja hervorragend. Also ich muss ja sagen, ein Startspieler ist jetzt auch so schlecht nicht. Kommen nur die falschen Farben, ne? Okay. Du brauchst rote und die Farbe. Müsste ich jetzt eigentlich schon einen roten nehmen, ne? Im Grunde ja, aber. Wenn du da Gegenstand willst. Aber ich sag mal so, mache ich aber mal nicht, ne? Machst du mal nicht. Das ist einfach, wenn man Gast ist. Ist das auch, ne? Gut, dann würde ich sagen, du brauchst da. Ich brauche jede Menge Schwarz. Du brauchst jede Menge Schwarz, genau. Blaue kannst du nicht ganz so viel gebrauchen. Ah, überhaupt nicht. Ein bisschen geht noch, ne? Ein bisschen Block ist noch unter. Aber trotzdem bediene ich mich mal, ich muss bei den Rosen vorankommen. Und nehme den. Genau, das ist ja auch super nett von mir, dass ich dir jetzt genau das so lasse, damit du die auch kriegst. Mhm. Und ich bin wieder Startspieler. Ich bin sehr dankbar. Genau. Ja. Und das ist natürlich, das tue ich trotzdem. Ja, besser ist es. Dann nehmen wir die hier, genau. Gut, das läuft ja halbwegs. Jetzt ist ja angekündigt frisch das Stained Glass, ne? Das ist genau. Ich wusste überhaupt nicht, dass da so Steine drin sind, die so, ich sag mal, so hart durchsichtig sein sollen. Hab's auch zufällig im Internet entdeckt. Ja. Das wird einem als Autor nicht immer alles verraten. Achso, man merkt das gar nicht, wenn es nicht so ist. Mitunter. So, ja. Ja, aber fand ich jetzt auch nicht schlimm. Hab mich riesig darüber gefreut. Ja. Hab einen Anruf bekommen aus Paris von der Sophie. Die Inhaberin von Plan B Games, alles auf Englisch und ja, ich fand es also ganz toll und das Spielmaterial von diesem Spiel ist, ich denke, also wird herankommen auch an das normale Asyl. Also das ist schon toll gemacht und ja, es gibt jetzt auch schon, ich sag mal, im Internet erste Stimmen, die sich, ich sag mal, so ein bisschen darüber beklagen, dass es jetzt dieses Thema dieser Fenster genommen wurde. Wegen Sagrada. Ja, aber ich sag mal, diese beiden Spielsysteme haben nichts miteinander zu tun. Und was gleich geblieben ist, ist der Mechanismus hier. Das ist derselbe. Mhm. Aber in der Verarbeitung der Steine ist das überhaupt nicht das hier. Da ist das ganz anders. Ja. Das kann man doch auf dem Foto so ein bisschen sehen, dass dort die Spieler so Streifen haben. Ja, genau, die muss man so nach und nach, ne? Die muss man denn so nach und nach. Und der eigentliche Trick, der da in dem Ding drin hängt, den will ich jetzt mal nicht verraten. Das muss spannend bleiben. Ja, ich bin auch echt gespannt. Es ist nicht nur so dieses, dass man da jetzt irgendwie was hinlegt, sondern da ist irgendwas drin, ja, was da jetzt dann doch noch ein Stück weit was Neues ist. Mhm. Ja. Das ist. Wie würdest du das einstufen? Weil wir haben es gestern im Journal angekündigt, das Spiel. Ja. Und es ging sofort, ging die Meinung auseinander. Die einen sagten, das ist komplexer als Asyl, die anderen sagten, das ist leichter als Asyl. Das ist ein insgesamt betrachtet ein Tick komplexer. Mhm. Aber da müssen wir drüber reden, was ist jetzt komplex? Ist komplex die Menge der Spielregeln? Was meinst du? Also ich finde, Komplexität ergibt sich jetzt nicht zwingend aus Unmengen von Regeln, sondern aus der Spieltiefe. Spieltiefe vielleicht, sag ich mal, Optionen. Ja, dann ist es ein Tick komplexer. Komplexer. Ja, wobei, ich sag mal, die Wertungsregel, die ist ja hier bei dem Azul nicht so ganz einfach. Das muss man ja mal zugeben. Ja, wenn man es einmal kapiert hat, wie es geht. Dann geht's auch, man kann sich da verhacken. Wer schon einmal Quirkel gespielt hat, der kann das. Ja. Das ist bei dem anderen Spiel einfacher.
Ja. Okay. Mhm. Aber es hinzukriegen, dass es auch vernünftig läuft, das ist dann halt da die Kunst. Ja gut, das, ja, das stimmt. So, darf ich denn nochmal wieder einen Spielzug machen? Mach du bitte. Ja, ich müsste jetzt nochmal eben einen Spielzug machen, frage sich jetzt gerade bloß welchen. Du kannst überhaupt nichts mehr gebrauchen. Ich könnte dir jetzt ja mal 7 blaue zuschustern. Ja, das ist aber jetzt mal so eine richtige Maßnahme hier für die Leiste. Nun kann ich das im Augenblick nicht ausrechnen, dass das so ist. Und das mache ich auch jetzt mal nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die 3 blauen. Und den müssen wir noch rüberschieben. Okay, dann würde ich erstmal auf Sicherheit gehen und mir die beiden nehmen. Die passen nämlich wunderbar noch in diese Reihe. Ja, das ist sehr schön. Da brauchst du also jetzt ja noch den Stein, ist das korrekt? 4 Punkte, ja. Ich gucke gerade, ob ich da noch Platz habe. Wäre aber völliger Blödsinn. Hast du jetzt gut gespielt? Weil ich muss ja die beiden nehmen, ne? Und normal würden die da nicht liegen, nehme ich den, ne? Ja, genau. Das ist auch ein Punkt, den ich total mag an Azul, den aber viele kritisieren. So, und jetzt haben wir nämlich genau die Situation, dass ich mir jetzt hier gerade einen eingeschenkt habe, weil ich bin zuerst dran. Hast du das so weit überblicken können? Ich habe es gehofft, dass das so aufgeht. Das gibt's ja überhaupt nicht. Da habe ich natürlich jetzt, ja, das ist natürlich jetzt ganz toll. Gut, na super. Passiert mir normalerweise nie. Nein, das ist ja nur so eine Situation heute. Ja, super. Okay, ich nehme den roten. Mhm. Gut, dann nehme ich natürlich den. Nimmst du die blauen nicht? Ich nehme die blauen nicht. Ich hätte sie gerne genommen. Aber hättest ja hier ordentlich Punkte gemacht. Das stimmt. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Aber weißt du was? Ich nehme die mal. Ich habe ja hier unten noch Platz. Und genau. Von daher... Passt das, ne? Ja, passt. Das ist alles super. Oh. Ja, das sollte andersrum laufen. Ich gebe das zu. Ja. Ich fange wieder an. Ich verstehe es gar nicht mehr an. Wo muss ich anfangen? So. Der kommt nach da. Das sind schöne 7 Punkte. Mhm. Den packe ich mal hier hinten hin. Da kommen noch mal 4 dazu. Das sind dann 11. Okay, die beiden weg. Der geht dann noch mal runter. Dann sind wir bei 16. Und jetzt der Abzug, ne? Genau. Das war ja pro Stein ein Punkt, ne? Das ist... das ist okay, 8 Punkte war das weg. Habe ich also nur 8 Punkte. Das ist natürlich jetzt gar nichts, ne? 26 und 8 sind irgendwie 34. Das sind 34. Dann gucken wir mal. Ich bin hier drin... Und bin dann bei 4 Punkten. Ist aber jetzt auch bei dir nicht der Hammer, ne? Ist nicht der Hammer, es könnte besser sein. Ja. Bin jetzt hier bei 5 Punkten nochmal. Ja, und was ich auch jetzt bei dir richtig schön finde, dass du ja jetzt für die letzte Runde, wenn ich das eben hier mal bemerken darf, dass du dir diese beiden hier auf diesen jetzt nicht kriegen kannst, weil ja die 3 da liegen. Das ist total doof gelaufen. Ja. Das ist total. Aber du versuchst es ja jetzt noch hier. Und ja. Dann, genau. Ich brauche da klappt das, weil du da ja noch einen blauen brauchst. Genau. Super, also heißt das jetzt für mich, ich muss die blauen da rausnehmen. Ja, was aber ein Ding der Unmöglichkeit ist, war nur einem Stein. Aber ich bin ja wieder Startspieler, vielleicht hilft mir das. Da aber ich sehe, es ist spannend. Ja, gut, also ich glaube, die 4 blauen, die haben mir eben nicht gut getan. Ja. So. Die beiden kriegst du schon mal nicht. Also die kann ich ja schon mal sagen, jetzt schon beim Austeilen versprechen, dass ich die nicht gebe. So, ja, sehr schön. Was haben wir jetzt noch für 4 Steine? Nein, genau die er braucht. Da stimmt was nicht. Oh ja, das ist aber... Ein Beutel? Bin ich aber zufrieden jetzt. Achso, die muss ich noch mal weg. Die mussten noch mal eben weg. Wenn du Spiele entwickelst, konzipierst du die für eine bestimmte Gruppe schon? Oder kommt das irgendwie? Also sagst du, Azul wird ein Familienspiel... Also bei Azul war es in der Tat mal so, dass ich auch mal ein, ich sag mal, Familienspiel ausprobieren wollte. Mhm. Und da war es so. Also und wenn wir, so habe ich ja viele Spiele gemacht mit Wolfgang Kramer, da ist auch von vornherein dann schon klar, dass das, ich sag mal, so im Kennerspielbereich liegt. Und bei Heaven and Hell war es auch ähnlich. Ja. Das fing dann gleich schon irgendwie so an, dass es doch, wir merkten, dass das komplex wird. Mhm. Ja. Und war auch nicht so ganz einfach. Ich sage mal, es hat auch vorher, war es mal bei einem anderen Verlag, der es nicht so mochte, weil man ja auch 0 Punkte kriegen konnte. Ja. Und dann haben wir es wieder gekriegt und gesagt, gut, dann müssen wir es nochmal einen anderen Verlag geben. Und da hat es dann ja geklappt. Ja, ja so. Stimmt. Es verzeiht gewisse Sachen einfach nicht. Ne? Das ist ganz fürchterlich. Es ist, also, ja.
Ich nehme jetzt einfach mal diese drei. Okay, ich nehme diese beiden. Ne? Du nimmst die beiden. Zwei. Ah, das waren zwei. Ja, das waren zwei. Gut, dann, was mache ich jetzt vor lauter Aufregung? Das passt ja alles nicht. Du brauchst ja noch genau die, ne? Es läuft ja wieder. Es läuft für dich, ne? Es läuft. Es ist einfach, ja. Die beiden müsste ich nehmen. Könnte ich aber auch nochmal eben den einen blauen. Den könntest du ja auch super gebrauchen. Ne? Also das ist doch jetzt so, dass du diesen einen blauen... Der blaue wäre mein Traum, sag ich mal. Schau mal, und so sieht ein blauer aus. So sieht ein blauer aus, ich hätte ihn gerne genommen. Und der geht jetzt bei mir hier hin. Das ist bitter. Das wird mir unter Umständen entweder den Hals brechen, denn es passt nur noch der, aber du, das ist dann... Ich werde dann keinen mehr vollkriegen, also keine Reihe. Was mich jetzt aber auch nicht unbedingt stören würde. Nein, das nee, ist okay. Nee. Also ich kann jetzt, glaube ich, da rumüberlegen, was ich mache. Gibst du auf? Wir können jetzt Schluss machen. Nein. Das ist keine Option. Ich nehme den. Ja. Werde Startspieler. Aber der passt ja auch. Wahrscheinlich, aber der passt wunderbar. Der passt, der passt. Das ja ist super. Der Muster. Das ist einfach ja, dafür gemacht. Genau. So, das du brauchst immer nur die drei. Da ist ja für 5 Punkte für dich. Aber ich kriege ja auch Punkte. Das muss ich aber hier wirklich mal aufpassen, dass das jetzt. Ja, da ist aber irgendwie einer liegen geblieben. Oh ja, den müssen ja, wir mal ganz schnell mit dir rüber tun. Ja. Weißt du was? Alles Blödsinn, ich nehme diese beiden. Die beiden. Okay. Du bist noch nicht so weit, dass du dicht machst, diese Runde, ne? Bisher noch nicht zumindest. Das hast du also auch schon gesehen. Und Chris, ich kann dir so viel versprechen, kann ich gar nicht. Kriegst du mich. Nee, weil es sind nur zwei Schwarze da. Ja, okay. Es sei denn, du würdest. Ich, nee, es geht nicht. Nee, das ist und das ist genau das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Da kommt noch so eine blöde sechste Runde und dann geht das alles. Und dann geht alles über runter. Ja. Ne? Das ist. Ja. Also ist und es du? Noch, ach ist so, weißt du was? Wunderbar. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Lass uns mal weiterspielen. Das ja, jetzt müsste ich mal sehen. Ich glaube, ich lege mich auf Sicherheit fest. Obwohl, es geht nur noch der. Es geht tatsächlich nur noch der. Und von daher schieben wir den. Den haben wir nicht. Okay, so, da könnte ich ja nochmal diese drei da anbieten. Ne? Mhm. Jetzt ist das ja so, wenn ich mir jetzt einen einzigen nehme, dann kriegst du ja von den ganzen Kram. Ich kann man sich immer gut merken, finde ich, wenn man zu zweit spielt. Wenn ich das jetzt hier diesen Stein nehme und da sind drei Farben drin, dann weiß ich ja immer, du. Ich, du. Genau. Also immer bei der ungeraden Zahl, bei zwei Spielern, kann man sich mal gut merken und kann es auch so ein bisschen so, haben wir ja gesehen, dass es bei mir vorhin super geklappt hat, nämlich gar nicht. Ganz perfekt, wenn ich bis drei, ich komme wieder nicht bis drei zählen. Was mache ich denn? Die beiden Schwarzen kann ich überhaupt nicht gebrauchen und du kannst ja von diesem ganzen Kram so gut wie nichts gebrauchen. Wie nichts. Also das ist ja im Prinzip, weißt du was? Ja? Das also du nimmst dann die, da bin ich mal gespannt. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich kann die nicht gebrauchen, es taucht nichts. Ich mache das so und den werde ich hier schön, den werde ich hier schön hier unten postieren, in der Minusleiste. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig für dich auszurechnen, ist das jetzt sinnvoll, dich zu machen oder nicht, ne? Ganz genau. Ich denke aber, nee, du hast eine Senkrechte. Und dementsprechend traue ich mich ganz einfach noch nicht, dich zu machen. Du wirst es nicht dicht kriegen und ich hoffe auf eine neue Runde. Das ist sicher. Das ist sicher. Ich hoffe auf eine neue Runde. Und ich glaube, ich fülle den Beutel schon mal. Ja. Lass mal die drei hier nehmen. So, das ist jetzt sehr interessant. Du hast die drei genommen. Ich könnte mir jetzt die drei roten nehmen, dann kannst du gar nicht dicht machen. Muss mal gucken, mache ich das jetzt? Ich mir die dahin spiele. Da soll es ja schon schlechtere Spielzüge gegeben haben. Mhm. Dann musst du ja die beiden Schwarzen runternehmen. Die beiden Schwarzen weißt du was? Komm, genau so machen wir das. Gut, ich bin aber tatsächlich ganz froh, dass ich nicht dicht machen muss. Und die beiden also, dass ich dir die Entscheidung abgenommen habe. Ja. Oder so, genau. Ich hätte das nämlich nicht gemacht. Und, Chris, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Das ist mal neu. Das ist großartig. Was für ein Gefühl. Dann bin ich hier bei 3, 4, 7 Punkten. So. Pack die hier alle mal im Beutel. Mhm. Und hier sind wir bei nochmal 7. Da kommt wieder einer. Und hier. Sind's da.
Muss er. Auch nicht? Da muss er. Ah, oh, jetzt hat er auch noch dann eine Farbe. Die Farbe voll und dann sind wir noch zu einem Punkt. Weißt du was? Hättest du doch dicht machen können. Hättest gewonnen. Ja, die Farbe, das habe ich tatsächlich nicht übersehen. Ja. Also die habe ich übersehen. Ja, ja. Hätte ich dich hast, du, hast du denn schon die Punkte abgezogen? Nee, das muss ich noch machen, tatsächlich. Das waren dann nochmal vier Miese, ne? Nochmal vier Miese, genau. Also da liegt ja schon einen gewissen Wert drauf. Ja, okay, das gebe ich zu, das kann ich auch verstehen. Genau, die müssen liegen bleiben. Das ist, genau. Heaven and Hell ist jetzt auch die Erweiterung. Kam gestern ja, E-Mail. Habe ich auch gestern zufällig gelesen im Internet. Achso, okay. Wusste ich selbst auch nicht. Kannst du da schon was zu verraten? Was macht die? Also ich habe, man liefert das Bier aus, habe ich gelesen. Was stand denn da? Man liefert das Bier aus, es gibt ein neues Tableau, über das, ja stimmt, über das geliefert wird. Ja, genau. Und neue strategische Optionen stand drin. Also nochmal mehr oben drauf. Das ist im Prinzip richtig. Ja. Das also ja, nee, so in der Art, ja. Das ist, freue mich drauf. Scheint irgendwie um Bierfässer zu gehen, so in der Richtung. Ja. Ja. Sonst darf ich, glaube ich, noch nichts verraten. Okay, ja. dann nochmal lieber. Lassen wir es mal lieber, ne? Dann lassen wir lieber. Okay. Ich muss aber im Werten. Ja, macht ja durchaus Sinn, dass ich es auch nochmal mache. Ja, ja. So, also das, den darf ich da ja gar nicht hinlegen. Okay, da wäre fast wieder daneben gegangen. Das sind hier vier. Und dort fehlt noch ein. Da geht auch schon gar nichts mehr. Vier packe ich mit dem mal nach da. Das sind sechs. Dazu macht zehn. Und den da. Das sind 7, sind 17, ein Ab sind 18. Zack, 1, 2. Also mal runter ist 20, ne? Und dann zurück. Genau. Ja, was ist denn da? Siehst du vor, da führt ja. Der Michael. Das freut ihn. Ah, ja, das ist jetzt wird spannend. Ich glaube, das dürfte jetzt eine ganze Runde werden. Okay. So, und hier habe ich natürlich jetzt eben ja, ganz schlecht gespielt. Jetzt kann ich mir hier keine blauen hinlegen. Stimmt. Also auch, ich bin das nicht gewohnt, beim Spielen zu interviewt zu werden. Ja, ne? Ich kenne das ja, wir machen ja sonst auch mal die Livestreams. Ja. So, Andy und ich spielen ganz gemütlich, ne, beim Tessie Kaffee ein paar Spiele und haben einen Chat laufen. Ich bin immer am Schnacken mit dem Chat, hab das Spiel, erkläre das Spiel und gucke bei Ellie und rede mit Ellie. Und verliere mehr als 70% verliere ich. Also, das ist nichts zu machen. Aber es ist okay. Aber ich kann es auch auf den Chat schieben. Ja, ich kann immer sagen, es liegt nicht an mir, dass ich jetzt verloren habe. Das ist ganz angenehm. So, und den Startspielerstein, den hatte. Den hatte ich. Den hattest du, genau. Genau, weil du hast ja angefangen zu werden. Ich kann tatsächlich starten, man muss jetzt aber das kann ja jetzt nicht wahr sein, ne? Also es gibt. Ich muss jetzt. Das sind definitiv da zu wenig. Da ist es der. Da musst du hart gegenhalten, aber das wird. Also jetzt kommt es drauf an, dass wenn du jetzt den falschen Zug machst. Jetzt setzt du mich ein bisschen unter Druck. Ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, aber es gibt eigentlich nur eine Option, das zu hoffen, dass das klappt. Und ich sehe ja auch sofort, was du machst. Ja, bitte. Na, also ich schieb die Sachen in die. Du hast also jetzt doch tatsächlich vor, dir diese ganzen Schwarzen zu holen, ne? Ja, ich versuche es. Das würde dir ja auch bedingt gelingen. Wenn ich nicht hier sitzen würde. Wenn du nicht hier sitzen würdest. Ja, das ist ja einfach zu blöd, dass ich jetzt mit dabei bin. Das ist, Interaktion hilft nicht immer weiter. Wie mache ich das jetzt? Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du was? Vergiss es. Mit den Schwarz gibt's auf. Okay. Ja, das war klar. Da kannst du einen Haken dran machen. Ja. Kannst du nochmal zwei Schwarze eben nehmen, aber der letzte, der wird der kommt dann genau an diese freie Stelle. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Also so, was hast du denn noch so vor? Wir müssen die letzte, ja dann. Ein Tipp, da ist noch einer für dich. Ja, und wenn du den jetzt nicht nimmst. Dann nimmst du ihn weg, ja. Dann würde ich mir überlegen. Ich muss ihn tatsächlich nehmen, obwohl mir der Chris, nimm ihn. Er bringt mir nicht viel, aber nein, aber es ist egal. Das hast du gut gemacht. Da ist ja noch ein Schwarzer da hinten. Gut, dann nehme ich mal eben jetzt diese beiden. Mache ich das jetzt? Ist das alles richtig, was ich hier tue? Ich weiß es nicht. Chris, ich habe einen Überblick verloren. du brauchst ja auch noch alles Mögliche. Ne? Ich nehme mal die, ich nehme mal die beiden. Einfach jetzt optisch schön, dass ich die auch jetzt hier habe. Bringt gleich einen Punkt. Da freue ich mich heute schon drüber. Ja, das ist ganz erfolgreich. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich müsste einfach... Kann ich dich noch irgendwie verunsichern? Den da nehmen. Das hast du jetzt wirklich klasse gemacht, weil ich bedanke mich dafür, dass du mir dieses Set hier hast liegen lassen. Ja. Denn das bringt mir jetzt hier ganze 5 Punkte und nochmal die Farbe voll. Chris, ich glaube, du hast das gesehen, du hast gedacht, das der Autor muss leben. Das,
Das war nicht der beste Zug. Aber wir gucken mal, was noch geht. Den wirst du mir nicht lassen. Welchen jetzt? Den einen da. Da hatte ich ja schon gesagt, der kommt dann hier mit. Der wird... Aber vielleicht merke ich das ja gar nicht. Ja, ich könnte jetzt irgendwie... Ja, ich komm. Ich glaube, ich habe das einzige Sinnvolle, was ich noch machen kann gerade. Ich hier gerade ein bisschen... Dann müssen wir einmal scharf nachdenken. Wenn ich jetzt das mache, dann ist das 3-3. Dann gehen sie da runter, alle. Dann kriege ich aber den ganzen Rest. Nehme ich den, lasse ich dir den schwarzen. Dann kann ich mir aber selber... Halt, das darf ich gar nicht. Ich habe die 2 ja gesehen. Ja? Du kannst sie ja da einlegen. Falsch gelegt. Na, du musst ja, ich habe hier schon gelegt. Nein. Okay, Moment. Ich hoffe nicht, dass du das jetzt immer so gespielt hast. Nein, das habe ich nicht. Also kannst du natürlich da hinlegen, ja, klar. Ja, das aber nicht verpflichten, ne? So, okay. Das heißt, ich muss den schwarzen jetzt nicht nehmen. Das ist ja schon mal sehr schön, weil dann ist die ganze Sache ja ganz anders. Dann sind wir ja genau wieder bei 3. Und du musst diesen ganzen Mist nehmen. Am liebsten würde ich das jetzt so spielen, dass du die alle kriegst, aber es geht nicht. Und den einen blauen, den kannst du dann... Nee. Oh, das ist... Chris, es tut mir echt leid. Das ist, ich muss den schwarzen nehmen. Du musst den schwarzen nehmen, ne? Nee, warte, das kann ich ja nicht. Nein, dann krieg ich ja die ganzen Zeug. Das ist... Und wenn ich jetzt den blauen nehme, dann krieg ich das auch. Kriegst du das auch. Weißt du was? Das Zeug kriegst du. Da ist ein Bug drin. Das ist dein Zeug. Ja, weißt du was? Ist egal. Ist wurscht. Ich nehme den schwarzen und es geht ja nicht anders. Es geht nicht anders. Ich nehme jetzt aus Boshaftigkeit den blauen. Ist korrekt. Hätte ich auch gemacht. Ja, nimm den Minuspunkt. So, jetzt könnte ich da 2 hinlegen, dann gehen 4 da runter. Ich kann aber auch 4 da hinlegen. Ich kann es jetzt kaum ausrechnen. Es ist mir auch, damit wir jetzt hier mal zu Ende kommen, her mit dem ganzen Zeug und ich pack's hier hin. Und darf ich jetzt diese beiden blauen, weil ich Autor bin, hier hinlegen auch noch? Ich glaube nicht, ne? War mal ein netter Versuch. Ja, und ich bin Startspieler. Und ein Startspieler. Und vor allem wichtig ist mir jetzt auch, dass das Spiel jetzt auch zu Ende ist. Das, ja. Ich weiß nicht, wer es gewonnen hat. 5. Und dann kommen nochmal hier schöne, leckere 8 dazu, macht 13. Dann haben wir hier noch eine wunderbare Ecke. Da kassieren wir nochmal 8 dazu, dann sind wir bei 21. Und das Beste an der ganzen Angelegenheit ist jetzt noch der Stein hier. Ja. Das ist der Hammer. 21 und nochmal die 5 dazu sind 26. Muss ich mal aber nochmal 6 abziehen, sind 20. Und einer unten. Okay, dann gucken wir mal, dann sind wir hier bei 5 Punkten. Und hier bei 6 Punkten. Der muss leider hier hin, macht dementsprechend nur 2 Punkte. Das wäre das. Ja. Das wäre das. Und jetzt kommen wir mal zu den Zusatzpunkten. Da kriegst du ja gleich 14 dazu, ne? Krieg 14 obendrauf. Ja. 73. Bei mir ist es ein bisschen mehr, lieber ja, Chris. Ja, das ist aber Zufall. Zufall, ja. Klar. Ich glaube, dass ich gestern Abend nochmal geübt habe, war doch gut. Also 2 Punkte und 2 Punkte sind 4 Punkte und dann nochmal 14 dazu sind dann zusammen 18 Punkte. Und dann habe ich ja nochmal diese Farbe rot und dann sind wir nochmal 10 dazu, sind 28. Und da muss ich jetzt sagen, ganz ehrlich, das ist das erste Mal von bestimmt 100 Spielen, dass ich die 100 erreicht habe. Hab ich geschafft? Es muss daran gelegen haben, weil du mich interviewt hast und ich habe mich nicht zu sehr konzentriert und mehr aus dem Bauch raus. Bist du sonst eher Bauchspieler oder Kopfspieler? Das nee, ich. Also, nein, wenn Spiele neu sind, dann spiele ich dann schon eher so aus dem Bauch raus. Ne? Ja. Aber es kommt auch darauf an, mit wie viel ich spiele. Also wenn ich jetzt, ich finde es, was mich immer stört, ist, wenn Spiele sehr viele Spielregeln haben und dann man zu viert spielt. Und dann, ich sag mal, wirklich gegrübelt wird ohne Ende. Und das finde ich dann ist auch nicht so. Und Du wolltest mir noch gratulieren? Ich wollte dir auf jeden Fall noch gratulieren. Vielen Dank. Definitiv eine Gönne dazu. Das ist, ja, super. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist schön anzufassen, muss ich sagen. So, ja, das, ne? Große. Das ist wirklich, die Einstiegshürde ist natürlich nicht gering, ne? um sich das anzuschaffen. So. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie es überhaupt gemacht haben, weil da war ja im Internet ein Preis von $299. Genau. Und da hieß es ja, also nur wenn 500 Stück, also wenn es 500 Besteller gibt, dann würden die das produzieren.
Ob das gemacht worden ist, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du so von anderen Spielrunden sprichst, hast du regelmäßige Testrunden oder wahrscheinlich, ne? Wie läuft das? Bist du ja hier in Aachen im Verein? Genau, ich gehe ja da auch, du bist ja da nicht mehr so häufig, weil du ja so viel zu tun hast mit den deinen Videos. Ich bin lange nicht mehr da, aber ich würde gerne mal wieder hin. Ich gehe da ja ab und zu hin und sonst gehe ich auch noch zu den Bremer Weserterrassen. Und warst du da schon mal? Habt ihr da noch nie gesehen? Ewig her. Ewig her? Okay. Und was ich auch ab und zu mal mache, ist in die Volkshochschule gehen. Mache ich auch deshalb ganz gerne, weil ich am liebsten mit Leuten spiele, die ich nicht kenne. Ja. Ja, also ist mir eigentlich lieber. Ja, weil ich sag mal, dann ist es eben, da habe ich so das Gefühl, das Urteil ist ja eher ehrlicher. Ja, okay, das stimmt. Das kann sein. Ja. Obwohl, ich sag mal, die Leute schon, wenn ich frage, wie hat das denn gefallen, dann meine ich, kommt schon irgendwo, ja, eine vernünftige Antwort irgendwo. Also jetzt nicht Bonus oder so, nicht. Nee. Ist auch wichtig. Ich habe so eine Softwarefirma in Bremen und dort ab und zu mal spielen wir und die, sagen wir mal, die jetzt so bei mir angestellt sind, sagen auch, das dürfen die auch, sonst wäre es auch Quatsch. Wir sagen ja, auch, nee, auch, das hat mir nicht so gefallen. Ja. Ja. Zu Azul wäre dazu sagen, wurde ja auch vorher sehr häufig getestet und für Spielerautoren finde ich, zumindest ist es bei mir so, immer schwierig herauszufinden, wie gut ist denn jetzt wirklich? Weil häufig wird gesagt, ja, nee, kann man spielen, ist schön. Mhm. Ja, und wie hat es dir gefallen? Ja, nee, ich fand es auch nicht schlecht. Ne? Kann man nicht filmen anfangen. So, ja. Und man weiß dann gar nicht, und bei vielen anderen Spielen auch, ob das jetzt Porta Nigra war oder Carrara und wie sie sich erließen, Asara, ähnliche Urteile. Und deshalb, ich wäre nie darauf gekommen, dass das überhaupt so ein, ich sag mal, ich muss schon fast sagen, jetzt gigantischer Erfolg ist. Mhm. Denn das ist es ja zweifelsohne. Ich habe zufällig mal wieder im Internet entdeckt, da habe ich so ein Cover gefunden, da waren 25 verschiedene Flaggen drauf. Und ich denke, Flaggen und Azul, was ist das? Und dann stand da eben, verkauft mittlerweile in 25 Ländern, 320.000 Stück, sind natürlich noch nicht beim Endkunden, beim Spieler, aber sie sind natürlich, das ist ja, deren Prinzip ist ja an Verlage zu verkaufen, aber ich gehe mal davon aus, auch in Amerika irgendwie schon wieder ausverkauft, aber hätte ich nie mit gerechnet, niemals. Ja? Ja. Ich glaube und ich bin 100% davon überzeugt, dass es in diesem Fall hier die Kombination ist. Die Kombination aus einer mal anders gestalteten Grafik, wie sonst üblich ist, so wie zum Beispiel eher bei Heaven and Ale oder Carrara und wie sie nicht alle heißen. Und dieses wunderbare Material, was ja auch in der Originalversion, das ist ja jetzt hier die ich sag mal, wie heißt es? Azul Giant-Version. Das ist Material ja das gleiche und es fasst sich toll an. Und diese Kombination aus einem doch relativ simplen Spielsystem, diese Dreifachkombination, das war ja vorher nicht so, als ich es eingereicht habe, hieß es auch nicht Azul, waren Holzsteine drin, ja, und ja ich glaube, das ist es. Das macht jetzt mit den Erfolg, den es bis jetzt gehabt hat, macht es eben aus. Ne? Ja. Das freue ich mich natürlich. Natürlich. Das ist, und es ist ja selten, sage ich mal, heutzutage, dass ein abstraktes Spiel so abgeht auf dem Markt, sage ich mal. Das ist ja eigentlich nicht mehr, lange nicht mehr gewesen. So. Kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, weil ich ja immer nur meine eigenen angucke. Ich bin bei den abstrakten Spielen gar nicht so zu Hause. Ich kam da also auch in den letzten Jahren so, aber das ist wirklich eins, das hat jeder mindestens gespielt, wenn nicht sogar jeder zu Hause. Das ist einfach, es kommt rum, das Spiel. Das ist bei anderen abstrakten Spielen halt einfach nicht der Fall. Ne? Das ist, ganz oft hört man abstrakte Spiele, spiele ich gar nicht. Ja, obwohl ich habe ja. Ja, ne? Ne? Und das ist hier irgendwie anders. Das ist hier irgendwie ich. Ne? Ja, irgendwie, ja. Das war von vornherein. Es ist, also ich spiele es halt sehr häufig zu zweit. Wenn man dann gewinnen will, ja, dann ist das auch so ein Stück Reiz. Ne? Ja. Aber es ist halt auch so, ich habe bestimmt 100 Mark Würfel gespielt, wenn nicht sogar noch mehr. Und auch dann, als es die Version dann gab mit den Würfeln, fand ich dann auch gut, haben wir das auch immer gespielt. Und der Unterschied ist halt dann der, da ist tatsächlich, da gewinnt mal der eine und mal der andere. Und da würde ich dann auch mal sagen, wenn man dann gleich gut spielt und das auch so sieht, dann ist es dann am Ende wirklich das Glück. Ja. Hier würde ich aber sagen, ist das Glück zwar auch da, aber nicht in dem Umfang wie bei dem eben genannten Spiel. Ja. Nein, definitiv. Also, hier hast du schon wesentlich super Spiel, Spiel. Ja. Ja, in jedem Fall.
Manchmal habe ich auch schon gelesen, es soll wohl das bessere Quirkel sein. Okay. Ja, ja. Aber ja, Gott. Ich bin immer froh, wenn es gute Spiele gibt. Ja, fast auch egal von wem. Und das tut ja allen gut. Ja. Ja. Auch so ein Azul trägt auch insgesamt dazu bei, dass einfach, ich sag mal, ja, Spiele gemocht werden. Ja, ja, und eben, das ist wir, halt wichtig, ne? Ja, wir sitzen zusammen, wir machen da was und das finde ich auch nach wie vor schön. Ja, definitiv. Also es ist ja auch so das Spannendste, sag ich mal, was du so als Autor haben kannst, wenn dann so ein Ding rauskommt am Markt und du noch gar nicht so genau weißt, na, wie kommt das denn jetzt so an? Ne? Und wenn du dann so wie ich da letztes Jahr auf die Messe gehst, ja, wie in den Jahren zuvor auch. Ja. Und mit Marc kommt da einer an, ja, heißt Peter Eggert, ja, vom Eggert Spieleverlag, beziehungsweise jetzt Plan B, und zeigt mir da auf seinem Handy so ein Hashtag 1. Ich denke, Hashtag 1, ja, toll, was ist das? Also für mich noch Raute, ne? Ja. Raute 1. Ja, wieso? Weißt du das denn noch gar nicht? Azul ist da hier in diesem Boardgame Geek Bus auf der 1. Ja. Da habe ich zum ersten Mal eine Gänsehaut gekriegt und denke, hallo, was ist da denn jetzt los? Kann doch gar nicht sein. Denn wenn ich über die Messe gehe und da sehe diese hunderte von Spielen, denke ich immer, oh ja, okay, du hast ja auch wieder eins rausgebracht. Sieht das überhaupt jemand? Ja, ja, es ist, ja, aber und dann sowas, ja. Also, das wird gesehen. Das war auch schnell weg auf der Messe, glaube ich. Das war irgendwie, ja, ich glaube, die haben da irgendwie, weiß ich, 2000 Spiele oder so, was für eine Messe viel ist. Ja. Ruckzuck war es weg. Ich denke, das wird auch bei dem neuen Azul so sein. Stained Glass of Sintra. Genau. Denke ich, wird es wahrscheinlich auch so dahergehen. Ne? Ja. Es gibt ja mittlerweile schon so einige Azul-Freunde. Ja, doch, der Kreis ist groß. Ja. Wird es durch die, sag mal, wenn dann tatsächlich der rote Pöppel kommen, sollte, wird es ja nochmal größer. Ne? Das ist ja, ja auf jeden Fall nochmal ein Faktor. Ja, ich glaube, dann in Deutschland, ne? Vielleicht auch noch in Österreich so ein bisschen. Gut, die haben Österreich haben ja schon gewählt. Hast du schon gekriegt? Die Österreicher haben das als bestes Familienspiel. Die haben ja so verschiedene Kategorien, aber es ist nicht das Spiel der Spiele. Ja, das Spiel der Spiele ist, glaube ich, Istanbul, ne? Istanbul das Würfelspiel. Richtig, Istanbul das Würfelspiel, genau. Ja. Mhm. Ja, ja. Und ja, in Frankreich hat es ja auch einen Preis gewonnen. Ja, in Frankreich. Hast du d'Or? Ich spreche jetzt nicht so gut Französisch. Ich auch nicht. Ist auch nicht so. Ist wohl der französische Spielepreis. Ja. Und naja, und sonst hat es auch noch irgendwelche anderen Preise da gekriegt, rauf und runter. Ja, toll. Super. Freut man sich. Muss man mal haben als Autor. Ja, es war jetzt viele Jahre nicht mehr so. Das letzte Mal war das Tika Torres? Also das letzte Mal, ich sag mal, wenn es jetzt so um Erfolg auch bezüglich Stückzahlen geht, ja. Dann war das jetzt nicht eines der beiden Spiele des Jahres, Tika Torres. Sondern das war von Ravensburger ein Spiel, das heißt Verflixt. Ja. Und Verflixt ist ein ganz einfaches Familienspiel, hat eine sehr hohe Stückzahl erreicht. Es war damals nominiert, hat den Preis nicht gewonnen und ist aber trotzdem, ich sag mal, sehr viel verkauft worden. Es hat einen schönen einfachen Mechanismus. Nicht? Da ist so eine Linie von lauter Tafeln ausgelegt und einfach nur, man zieht da lang. Und wer zuerst von der Tafel runterzieht, kriegt es. Es gibt gute und schlechte Tafeln, das ist das ganze Ding. Ne? Ja. Haben die wirklich gut verkauft, aber das ist ja auch schon wieder, ja, wie lange ist der? 13 Jahre? Ja, ist schon ein bisschen her, ich kann mich erinnern. Ja. Die letzten 13 Jahre waren keine Durststrecke. Das ist gut. Das war schon alles gut. Ja, ja. Was spielst du persönlich am liebsten? Also in welche Richtung geht das? Ja, das ist halt ja Azul, ne? Ja. Davor war es Quirkel, dann auch über 100 Mal bestimmt Carcassonne, rauf und runter. Ja. Hab mir aber angewöhnt, jedes Jahr auch so, ich sag mal so, ja, 3-4 Spiele auch selbst zu kaufen, dann eben auch so Kennerspiele, ob das jetzt so Mombasa ist, so Great Western Trail und wie sie nicht alle heißen. Ja, mache ich dann schon, weil mich dann auch interessiert, was sind denn jetzt die neuen Mechanismen und kann man da irgendwo, ich sag mal, ja, es öffnet ja auch so. Es geht nicht darum, um da was zu kopieren, ja, sondern einfach, ja, zu sehen, was machen andere. Ja, das stimmt. Wie siehst du das so mit Weiterentwicklung bei Spielen? Wird ja mal gesagt, es gibt Spiele, die altern gut, es gibt Spiele, die altern schlecht. Diese Meinung sagen ja, also zu vorher, dass manche Leute sagen, Spiel jetzt nach 20 Jahren oder so, hat sich dann doch irgendwie auch mechanisch abgenutzt und ein neues Spiel wird dann automatisch irgendwie besser. Meinst du jetzt, dass ein Spiel nochmal wieder rauskommt? Nee, ich meine jetzt, dass das praktisch, sag ich mal so, ältere Mechanismen sich einfach abnutzen, dass Spiele moderner werden oder dass da irgendwie Unterschiede sind und dass Spiele von früher in dem Fall automatisch nicht mehr so gut sind. Wie siehst du das? Also ich finde das mal ein bisschen kritisch.
ich bin ja nicht mal so, also ich mag sehr viele alte Spiele auch unheimlich gerne. Nach wie vor. Also du meinst, wir brauchen diese Flut gar nicht? In dem Maße, wie sie jetzt da ist, glaube ich nicht. Also wir, ich sag mal, wir Spieler vielleicht nicht, aber die Verlage, an denen ja Arbeitsplätze hängen, klar, die sind das natürlich ist, ne? dann froh, wenn sie da, ich sag mal, ein Produkt verkaufen können. Das kann man dann schon nachvollziehen. Mhm. Und ich denke auch mal, dass es, ja, es gibt ja immer, es gibt nur so ganz wenige, wo man wirklich sagen kann, hier ist mal eine Innovation da. Das sind ja nicht so viele. Das muss man ja einfach mal sagen. Ich denke mal, beispielsweise Hanabi als Spiel des Jahres, das war schon eine Innovation, dass man die Karten da umdreht. Aber das ist eher, ich sag mal so, selten der Fall. Häufig ist es ja auch, dass man vorhandene Mechanismen ja geschickt irgendwie so, vielleicht mit einer neuen Zutat, ja, denn dieses Wertungssystem, gut, das Sammeln hier vorne, das ist schon irgendwie anders, ich wüsste nicht, wo es das gibt, aber das Wertungssystem ist natürlich jetzt nicht brandnagelneu. Ja. Das ist ja nicht, das hier, so wie das hier vorne gemacht ist, würde ich mir auch mal sagen, da ist es ein Stück weit was Neues. Ja, aber dass ich jetzt auch hier sagen würde, hier ist jetzt also die super Idee, die ist jetzt, wo alle drauf gewartet haben, ist es ja auch nicht der Fall. Und das, ich glaube, das gibt es auch alle 10 Jahre mal, wenn überhaupt. Das wird niemals jedes Jahr passieren. Ja, aber was ja schön ist, ist eigentlich ist ja für jeden was dabei. Ja, also man muss halt das ja auch gut filtern für sich. Ich meine, ihr habt natürlich jetzt dadurch, indem ihr jetzt Videorezensionen macht, natürlich auch ja, viel Arbeit damit, ne? Ihr macht es ja, ihr sichtet die Spiele, ihr spielt die Spiele. Suchen es aber und vorher genau aus, was wir überhaupt spielen möchten. Genau, und du kannst ja nicht nach einmal sofort eine Meinung bilden. Nein, ne? Du spielst ja auch sicherlich ein paar Mal. Ja, unmöglich. Also wir sagen es immer so für eine Rezension, also Minimum sechs Spiele, sonst finden wir es. Ja. Christoph, warum spielst du eigentlich gerne? Ich spiele schon immer. Ich bin damit groß geworden. Tatsächlich? Ja, ich bin also ganz früh, also ich bin jetzt, ich bin ja 74er Jahrgang und das war also tatsächlich, also mit 5, 6 Jahren Hass und Igel das erste Mal. Tatsächlich? Ja, damit ging es los. Damit. War, glaube ich, auch Spiel des Jahres. Ne? Erstes Spiel des Jahres und vorher natürlich Memory und sowas immer. Lag unter Weihnachtsbaum? Nee, das hat, ich weiß, meine Eltern hatten es mit Kollegen gespielt und 2 Tage später war es im Schrank. Okay. Ja, so war es damals. Ich kann mich noch dran erinnern. Und ich habe es geliebt. Ich habe es immer noch. Genau diese Ausgabe steht bei mir noch im Spiel. Ja. Von 1979. Okay. Ja. Gut. Und so ging es immer weiter. Ne? Dann war es irgendwann, hat sich dann zu Rollenspielen hin entwickelt. Das haben wir viel gemacht. Und da hat sich dann wieder, da haben sich dann Festivalspielgruppen daraus entwickelt, so mit der Zeit. Ne? Und da kam irgendwann deine erste Kamera. Oder wie kamst du denn dazu? Das ist Elli. Das ist Elli praktisch. Elli spielt auch für ihr Leben gern. Und irgendwann haben wir dann die Sachen so zusammengepackt. Also Technik verbinden mit Spielen. Und Technik macht sie noch lieber als Spiele. Also, so spiele ich mehr mit Elli und Elli hat noch mehr Technik zu tun. Schön. Das ist super. Ergänzt sich perfekt. Ja. Und es muss bei euch irgendjemand geben, der gerne Katzen mag. Ja. Also da ist irgendwas ist da. Also wir mögen ja auch Katzen. Da draußen hat auch ab und zu mal eine rum. Ja. Und wenn man sich hier so umguckt in unserem Haus, da findet man sehr irgendwo viele Katzen auf Bildern. Ja. Und Katzen sind toll. Und da haben wir uns immer gefragt, wie heißt diese Katze? Heißt die Victoria Pater? Kannst du uns das mal verraten? Oder ist das geheim? Nee, es sind drei Stück. Ach, drei sind das? Wir haben drei Katzen. Das ist, ich habe nur eine auf dem Tisch gesehen. Das ist Schuschu. Schuschu ist meistens auf dem Tisch. Ach, Schuschu. Schuschu ist das. Schuschu, dann haben wir noch Quiekweck und Scully. Okay. Genau. Das ist schön. Ja. Und ja, die sind immer mit dabei. Ne? Also, die würden wir jetzt auch nicht aussperren oder so. Sind sie mal da, dann sind sie halt mal nicht da. Also, nee, finde ich schön. Ja. Ist nett. Das ist, die gehören einfach dazu. Mittlerweile haben sie auch ein Logo. Ne? Wir haben ein neues Logo. Ja, jetzt, genau, hab gesehen. Ja, da sind sie fest integriert jetzt. Ja. Gehört einfach dazu. Sehr schön. Und das ist so. Das stimmt. Was mich noch interessieren würde, mal wieder zum Spielemarkt zurück. Verändert sich ja auch immer, zum Beispiel jetzt Kickstarter. Wenn du so ein Spiel hättest, wo du sagst, du bist ja, machst ja alles über Verlage. Ne? Ja, genau. Würdest du, wenn du sagst, ich kriege ein Spiel nicht unter, aber das muss raus, würdest du zu Kickstarter gehen oder würdest du sagen, das tue ich mir nicht an? Nö. Ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich es jetzt auch nicht ganz beurteilen könnte. Aber letztlich und endlich, ich wäre dann so einer, ich habe ja relativ viele Kontakte so zu den Verlagen. Das sind ja auch nicht viele Verlage, das ist ja auch, wenn man so will, auch nur so 1, 2 Hände voll. Ja. Da würde ich versuchen, es unterzubringen und mit, ja, das eher wohl nicht. Ja, das ist... Ich kann das aber das soll jetzt nicht negativ klingen. Das hat sicherlich seine Berechtigung und ist ja auch eigentlich, ich sag mal, eine ganz schöne Sache, falls ich das Konzept überhaupt richtig verstanden habe. Ich glaube, man zahlt vorher, ne? Man zahlt vorher und kriegt dann das Spiel irgendwann. Ja, man steigt im Grunde ein, so, ne, als Mitinvestor. Ja. Ob das der Garant dafür ist, dass da auch ein gutes Spiel rauskommt, das weiß ich jetzt nicht. Nee, weil die Käufer müssen ja, wenn ich das richtig jetzt verstehe, anhand einer
wenn überhaupt vorhandenen Spielregel, dann, ich sag mal, entscheiden, ob sie es kaufen. Gloomhaven, was ja, ich sag mal, auf Boardgame Geek seit Monaten auf der 1 rumschwirrt, genau, ist ja auch so ein Ding. Wobei ich da auch gedacht habe, ja, Moment mal eben, also wieso ist denn das jetzt überhaupt auf der 1? Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gespielt, vielleicht ist es ja auch wirklich so toll. Hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, ja, ja, okay, gut, jeder, der Geld bezahlt hat und das Kickstarter und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also. Ja, ja. Also ich glaube, bei Gloomhaven, ich habe es auch nicht gespielt bisher. Es mag tatsächlich was dran sein, so. Weil es wirklich auf allen Einserlisten ist, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, so hochzukommen. Aber bei vielen Spielen ist es schon so, ne? Also das finde ich schon, dass man sich das ein bisschen schön wertet, so was man da. Na, es sind natürlich auch immer gute Spiele, die man da, was man kann halt auch, ganz oft sieht man in den Wertungen bei Board Game Geek, das Spiel ist noch gar nicht erschienen, aber es hat schon 6x eine 10 gekriegt, weil ich es einfach bezahlt habe. So, ne? Das ist halt das Schwierigste. Ja. Da gibt es recht. Und es ist natürlich auch so, es ist ja, wenn man sich so ein Spiel zulegen würde, auch eine Menge Arbeit, sich das beizubringen. Ne? Das Regelwerk von solchen Spielen ist ja auch nicht so ganz ohne. Ne? Steckt ein bisschen Arbeit drin, das nicht fertig zu machen. Das ist wahr. Ich spiele das ja lieben gerne so komplexe Sachen. Wie macht ihr denn das? Wer ist denn da von euch derjenige, der bist du derjenige, der die Spielregel dann liest? Und der Erklärer. Und der Erklärer. Ich mache alles. Ja, okay, ja, das ist. Aber ich habe die Dinger wie gestapelt auf dem Nachttisch, wie Krimis. Ich lese mein Leben gerne Regeln. Spielregeln mag ich wirklich gerne. Ja. Das ist Gott sei Dank. Sonst müssen wir uns vielleicht ein anderes Hobby suchen zu Hause. Okay. Ja. Ja, das ist wirklich, ja. Ja, ich möchte noch was erzählen, sage mal. Nö, ich glaube, so. Ich glaube, viel erzählt, alles gesagt. Ne? Ich glaube, wir haben viel erzählt, ja, denke auch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja. Und ich drück jetzt auf jeden Fall die Daumen für nächste Woche. Das ist oder übernächste sehr, Woche, sehr nett. Ja. Ja. Das kann ich gebrauchen. Ja. Und vielleicht soll es keine Vorankündigung sein, können wir das ja nochmal wiederholen mit Azul 2? Ja. Sowas in der Art? Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Wir machen wenn du überhaupt irgendwelche Klicks kriegst auf das Video. Ich bin ganz guter Ding. Also zweimal klicken heißt dann nur, du hast es geguckt und ich. Genau, zwei Likes heißt ich und Elli und du drei Likes. Und drei Klicks. Aber alles drüber ist dann Erfolg. Ah, okay, alles klar. Nee, gerne. Sehr gerne. Bin ich okay. Wieder da. Ja, sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für den super Vormittag. Ja. Und sag jetzt bis zum nächsten Mal an der Stelle. Und okay, bis zum nächsten Mal. Ja. Genau, und euch auch. Besten Dank fürs Zugucken und wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Besten Dank und tschüss. Okay, tschüss.